Nach meiner Helgoland-Mission bekomme ich einen Anruf aus München in dem Fall, von den Tourbookers, die eine Aktion starten wollen, um nachhaltigen Tourismus zu fördern, um die Leute zu sensibilisieren. Es geht um ein Schwimmen, ein Record-Swim, ein Schwimmen von Mahé, das ist die Hauptinsel auf den Seychellen, nach Ladik, rund 51 Kilometer Entfernung. Und jetzt sind wir hier. Wir sind zurück, eben für diese Mission und das auch noch komplett in Einheit mit unserem Gedanken, unserer Vision, unserer Message, nämlich die Leute zu sensibilisieren, die Ozeane nicht nur zu lieben, sondern die Ozeane auch zu schützen, etwas zu tun aktiv dafür. Und das ist einfach der perfekte Match. Und ich freue mich drauf und ihr könnt dabei sein im April 2022.